Herr Eppler, wie sich das gehört, wollen wir erstmal wissen, was Sie Ihrer Partei zum 150. Geburtstag denn wünschen. Dass sie noch einmal LaSalle liest und daraus ihre Schlüsse zieht. LaSalle hat vor 150 Jahren schon zu Ende gedacht, was ein rein kapitalistisches System an Schwierigkeiten und an Härten produzieren wird. Er hat zum Beispiel vorausgesehen, dass Kriege über Aktiengesellschaften geführt werden, wie das etwa im Irak war. Aber im Gegensatz zu Marx wollte er nicht ein völlig neues System haben, sondern er wollte den Kapitalismus zähmen. Und da ist heute noch genauso viel zu tun wie damals. Das setzte damals auch bei LaSalle voraus, dass wir einen stärkeren Staat brauchen. Ist das so? Ja, das war auch LaSalles Anliegen. Er sagte, der Staat, den die Ultraliberalen wollen, der könnte den Arbeitern gar nicht helfen, sogar wenn er helfen wollte. Und deshalb brauchen wir einen funktionierenden, einen handlungsfähigen, auch sozialpolitisch handlungsfähigen Staat. Das wiederum würde heißen, aber wenn man sich die vergangenen 150 Jahre anguckt, hat sich der Kapitalismus doch schlussendlich immer als stärker erwiesen als die Staaten. Jedenfalls in den letzten 30 Jahren war das sicher so. Diese marktradikale Welle, die über ganz Europa und die übrigen Kontinente hinwegging, die hat natürlich vieles wieder weggerissen, was Sozialdemokraten in den 100 Jahren zuvor errungen hatten. Und deshalb sind die Sozialdemokraten heute noch ein bisschen wichtiger als früher. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, müssten sich die Sozialdemokraten heute aber auch noch mal verändern. Also sie müssten wieder im Grunde, wenn man es in ein Rechts-Links-Schema packt, müssten sie weiter nach links wandern, als sie heute sind. Also ich würde das nicht in Rechts-Links einteilen, sondern es ist einfach so, dass das spüren ja die Menschen auch, der Kapitalismus rücksichtsloser geworden ist, härter, schneidender, der hat die Gesellschaft auseinandergeschnitten und also muss der Widerstand auch stärker werden. Aber schafft das eine Partei wie die SPD alleine noch heutzutage? Nun, es sieht ja so aus, als ob die Grünen uns dabei helfen wollten, nach dem, was ich in letzter Zeit gehört habe. Aber ohne Sozialdemokraten geht es halt nicht. Das heißt aber auch, wenn ich das richtig deute, ist die Partei in den vergangenen 30 Jahren zu sehr eine liberale Partei geworden, die sich den Märkten zu sehr angenähert hat? Ich glaube, diese marktradikale Welle hat in allen Parteien Spuren hinterlassen. In der SPD vielleicht noch die geringsten, aber eben immerhin. Auch die ist unter diesem Einfluss gestanden. Und das muss eben revidiert werden. Viele Ideen, viele Ideale der SPD, wie soziale Gerechtigkeit, wie Teilhabemöglichkeit, wie faire Löhne beispielsweise, finden ja durchaus Anklang in der Bevölkerung. Es wird ja geteilt von sehr vielen Menschen. Trotzdem findet die SPD im Moment nicht die Wählerschaft, der das Ganze entsprechen würde. Haben Sie eine Erklärung dafür? Also es ist in der Tat so, dass die meisten Forderungen der SPD heute eine Mehrheit finden als Forderungen. Das gilt für den Mindestlohn, das gilt für die höheren Sätze für Großverdiener und so fort. Dass dies sich nicht direkt auf die SPD niederschlägt, hat auch damit zu tun, dass die Politik insgesamt wenig Vertrauen genießt. Viele Leute sagen, es geht bei uns ungerecht zu und das bleibt auch so, weil die Politiker entweder das nicht ändern wollen oder aber auch nicht ändern können, wenn sie es wollen. Und diese Unsicherheit, die führt dann dazu, dass man für die Forderungen ist, aber nicht für die Partei, die diese Forderungen aufstellt.
Sie haben indirekt ja eben auch die Agenda 2010 kritisiert mit allen Folgen, die das hatte. Nichtsdestotrotz sagt man heute, steht die Bundesrepublik Deutschland so unter anderem so gut da, wirtschaftlich so gut da, weil es diese Agenda gegeben hat. Wenn man sich das Ganze nochmal vor Augen führt, ist die SPD nicht selbstbewusst genug, die Ziele, die sie oder die Forderungen, die sie hatte, die sie dann umgesetzt hat, auch offensiv zu vertreten? Also ich gehörte ja nicht zu den Kritikern der Agenda. Ich habe sogar Schröder geholfen, sie durchzusetzen, weil ich sie für immer noch erträglicher fand als das, was andere vorschlugen. Was schiefgegangen ist, war, dass durch die Doppelministerschaft von Clement, Wirtschaft und Arbeit, die Korrekturaufgabe des Arbeitsministeriums ausgeschaltet war in der praktischen Umsetzung der Agenda. Und daraus kamen dann Härten, über die sich auch Schröder gewundert hat. Zum Schluss, welche Bedeutung wird die SPD in den nächsten 10, 15, 20 Jahren haben, Ihrer Meinung nach? Also wenn es mit unserer Gesellschaft nicht abwärts gehen soll, wenn diese Gesellschaft nicht gespalten werden soll, was außerordentlich gefährlich ist, dann muss die SPD wieder auf dem aufsteigenden Ast sein. Vielen Dank.